Und herzlich willkommen zurück zur mittlerweile 80. Folge, holy shit, von, ja, Creative Server Let's Play. Naja, auch erstmal die letzte Folge, nächste Woche, also ist es die letzte Folge erstmal, dann kommt eine Woche lang Spezial. Aber nächste Woche geht es dann schon wieder weiter. Das heißt, es ist ein tatsächlich das erste Let's Play, wo wir dann wahrscheinlich die ersten 100 Folgen-Marke knacken werden. Holy moly, oder hatte ich schon mal 100 Folgen bei irgendwas? Nee, ne? Also ich hatte zwar schon mal eine ganze Menge, auch bei meinem alten Mindclone-Let's Play, aber 100 Folgen hatte ich glaube noch nirgendwo gehabt. Holy moly. Oh ja, kann auch mal passieren. So, du kommst da rauf. Ich brauche mal kurz meinen Hammer. Ich bin ja Tor. Wisst ihr was? Eigentlich kann ich mir auch gleich noch so ein Ding hier holen. Gib mal her. Powered by kann nicht schaden. Machen wir einfach hier. So. Wer will was dagegen sagen? Hä? Wer will was dagegen sagen? Habe ich wenigstens mal ein bisschen Vorrat und muss nicht andauernd reparieren gehen. Brauchen wir bloß noch ein bisschen Nahrung und dann ist die Sache doch auch schon gegessen. Geiler Motto. Ja. Lass mich durch, ich bin Arzt. So, wir waren da hinten irgendwo, kann das sein? Nicht ersticken, nein! Geschafft. Oh, ganz schön dunkel hier. Sieht da irgendjemand was? Also ich sehe gerade gar nichts mehr. Es gewesen sein. Ach ja. Noch ein bisschen. Das gute alte. Oh. Ich kann mich nur so verstecken. Hilfe. Und ich sterbe. So, wie sieht es passmäßig aus? 1, 2, 3, 4. Alles. 1, 2, 3, 4. Alles. 1, 2, 3, 4.
alles. Was ist hier los? Okay. Und, nee, wer geht nicht? Was ist denn hier für ein komischer Ort? Hat da schon ein bisschen was von der Verarsche gerade gehabt. Hier auch wieder Zuckersand drin. Soll es etwa bedeuten, die fetten Jahre sind vorbei? Schade. So, hier hinten haben wir noch ein bisschen was, aber langsam wird echt hier, ne, langsam geht das Ganze zu Neige. Also zumindest das, was direkt bei uns ist, denn ist natürlich auch noch alles voll. Aber ne, das, was hier direkt am Strand ist, haben wir mittlerweile fast alles abgegrast. Ich weiß, da ist noch einer, aber ganz ehrlich, komm, fuck off. So, jetzt haben wir mittlerweile doch ein bisschen was hier zusammengetragen. Ich denke mal, es sollte fast reichen. Gut, ein bisschen was machen wir noch, solange bis wir hier noch einmal ein Stack voll haben. Und dann sollte das aber auch passen. Upsili! Ah! Und da ist eine Rainbow-Schere vorbei. Was glaube ich gerade für Müll? Eine Rainbow-Schaufel kaputt gegangen, meine ich doch. So, passt das schon? Ah, fast. Ein bisschen brauche ich noch. Ein bisschen brauche ich noch. Ich packe mal dich nochmal runter. Dann sehe ich, wann ich genug habe. Perfekt. Und ab nach Hause. Dann muss ich das nämlich gerade nämlich jetzt erstmal noch einschmelzen und dann, ja, können wir endlich anfangen hier zu bauen. Schön, schön ist das. Schön ist das Ganze. Schön, schön. Perfekt. So, du kommst nach da und alles. Sehr schön. 5 Stack Leben, das kann man machen. Das kann man echt. Das kann man. Das ist gut. Der Vorrat sollte jetzt ein bisschen reichen. Ernsthaft? Lass mich durch, ich bin Arzt. So, mal direkt in den Ofen feuern. Muss ich das Feuer noch hier auseinanderklamüsern wieder? Bam. Rinder mit dir. Rinder mit dir. Rinder mit dir. Und rein da mit dir. Sehr schön. So, dann gucken wir mal. Die Stacks packe ich erstmal hier oben rein. Du kommst mal nach da. Die kommen nach da. So. Und der Sand, komm, den packe ich auch erstmal hier rein. Was für mittlerweile. Oh, Alter. Oh, Scheiße. Oh, kacke die Kack. Kack, Kack. Silbersand, Silbersand. Warum habe ich zwei Silbersand? Ist auch egal. Gravel. Wo immer der jetzt ist. Ach so, hier oben. Genau. So, das heißt, wir haben, sobald der hier fertig ist mit dem Backen, wieder ein paar rote Ziegel. Ein paar haben wir sowieso noch gehabt. So, dann kommen die ganzen Dwarver. Dann brauchen wir noch die Axt.
Dann können wir auch direkt loslegen. Ist doch geil. Mach bitte hin. Okay. Zur Beschäftigung. Ein kleines, ja, ich möchte jetzt nicht sagen musikalisches Meisterwerk, aber es geht doch schon Richtung Beethoven. Ich kenne ein Lied, und das geht jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven. Ich kenne ein Lied, und das geht jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven, jedem auf die Nerven. Okay, sehr gut, jetzt. Mach hin. So. Reicht doch erstmal aus. Können wir schon direkt schon mal anfangen. Zum Glück kommen wir nochmal her. Wenn es noch nicht fertig ist, backen. So, ist ja auch egal. So. Da, 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 da. 63, das reicht ja noch lange nicht. Ach Gott, Alter. Komm, mach einfach hin. Wir können eigentlich schon direkt das nächste mit reinwerfen, ganz ehrlich. Komm, geh mal mit. Dann gehst du bitte nach oben. Da, da. Ach ja. Tja, wie gesagt, irgendwann dann noch die ganzen Peinbäume fällen müssen wir dann, damit wir A wieder Blätter bekommen. Ja, durch das ganze Einbrennen verbrauchen wir jetzt noch Unmengen an Brennstoff. Ey, zum Glück heizen wir mit Blätter. Stellt euch mal vor, wir würden die ganze Zeit Kohle verbrauchen. Dann müssten wir die ganze Zeit in irgendwelchen Minen rumrennen und nach Kohle suchen. So viel wie wir hier verheizen. Das ist ja. Das ist halt auch so schön jetzt an dieser Tree-Cutting-Mod, dass wir da halt auch die ganzen Blätter mit einsammeln. Und damit natürlich auch die ganzen Blätter natürlich als Zeitmaterial, das zur Verfügung kam. Weil wir verbrauchen, wie gesagt, schon eine ganze Menge an Heizmaterial. Es ist nicht gerade ohne. Es ist nicht gerade ohne. Nee, nee. Kann man so auf jeden Fall sagen. Vor allem das Schöne ist, weil es halt eine relativ kurze Brenndauer hat, hat man da auch nicht so hohen, eine so hohe Verschwendung, wenn man jetzt gerade mal, ich sag jetzt mal, weiß nicht, ein Klumpen irgendwie von irgendwas einschmelzen möchte und man gerade einfach nur einen Klumpen braucht, dann hatte man halt, wenn man hier mit Kohle gearbeitet hat, hat man trotzdem versucht, gleich 10 Stück mit einmal zu schmelzen, weil ansonsten die Kohleklumpen komplett verschwendet gewesen wäre. Aber hier die Blätter, das ist scheißegal, wenn man da nur ein einziges Kohleklümpchen einschmelzen möchte. Weil eine viel höhere Lebensdauer haben die Blätter eh nicht, von daher. Das ist dann auch schon wesentlich angenehmer. Das geht dann schon vollkommen klar. So, das sieht doch schon ein bisschen besser aus hier. Nein, das. Ernsthaft jetzt? Danke. So. Das sieht schon besser aus. Dann können wir jetzt loslegen. Operation Lager beginnt. Yay. Apropos, halt. Oh. Siehst du, ich habe jetzt gar nicht gedacht. Ja gut, müssen wir später nochmal nachholen.
Ich wollte ja hier die Ecken, die wollte ich ja eigentlich, ne? Die Ecken, die sollten ja hier mit diesen Kiefernholzdingern gemacht werden, ne? Oh, also quasi mit den Dingern hier halt. Das habe ich jetzt komplett vergessen. Eins, zwei. Eins, zwei. Machen wir erstmal nur so ein bisschen Andeutung. Viel weiter kommen wollt ihr eh nicht. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei, zwei. Und zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Ach, leck mich. So, perfekt. So, jetzt geht's. Was geht ab? Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Die Frage ist, machen wir es trotzdem gleich vier hoch? Weil ich würde es halt schon gerne vier hoch machen. Macht auch irgendwo Sinn. Eins, zwei. Dann müsste ich das halt nur hier direkt miteinander verbinden. Jetzt an der Stelle auch schon. Das heißt, du kommst danach da und hier kommst du dann direkt 1 zu 1 rüber. So, 1, 2, 1, 2. Ach komm, 1, 2. So. Wie das natürlich hier hinten mache, ist natürlich eine andere Frage. Ich mache einfach bisher. Ich mache einfach mal so hier. Oder ich lasse hier oben das tatsächlich weg. Nee, doch nicht. Doch nicht. Weil ich würde es hier oben gerne so als ein bisschen offene Konstruktion lassen. Das sieht dann ein bisschen, ja, sieht halt ein bisschen werkstattlicher aus. Dann sieht das Ganze nicht so professionell wie ein Hausbau aus, sondern halt so offen. Was dem Ganzen halt so einen werkschaftlichen Look verpasst. Ich persönlich halt immer sehr feier. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So. Sieht doch schon mal gar nicht mehr so schlecht aus hier. So, jetzt kommen hier die ganzen Dinger hin. Timing wie ein Profi, Alter. Ich muss springen und während ich dann springe, hier oben die Schleichtaste gedrückt halten, damit genau das nicht passiert. Perfekt, Tomato. Ups, ja. Alter. Nein, Mann. Manchmal möchte ich einfach nur noch sterben. Was? Oh. Und ja, von der Farbe passt es tatsächlich super rein. Ist doch easy. Puh. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Wie gesagt, von hinten kommt natürlich noch diese ganze Pipework-Kacke rein. Danke dafür. Bitte geht hier weg. Bitte hier gibt es nichts zu sehen. Eigentlich könnte ich hier unten die ganzen Dinger sogar wieder entfernen, weil hier kommen ja die ganzen hoch und runter und links und rechts. Das heißt, hier kannst du das Ganze eigentlich gleich wieder rausnehmen.
Ja, das war genau das, wie ich es haben wollte. Leck mich. So, easy. Hier drunter könnte ich die Dinger eigentlich auch alle wegnehmen, aber komm, man muss jetzt nicht übertreiben. By the way, wie komme ich jetzt eigentlich wieder raus? Ha! Ja. Das war ja mal wieder ein. Das funktioniert? Yay! Das ist so dumm. Ein Glück mag ich dumme Sachen. So. Arschloch. Arschloch. So. Jetzt hier wieder die Fette ran machen. Bam. Treppe. Genial. So. Easy. Würde ich das mal sagen, könnte ich jetzt eigentlich hier sogar schon die Mauer hinten zumachen. Ach was, ich lasse sie einfach noch offen, solange ich hier sowieso noch mit der Pipe, mit den ganzen Pipes und so dann noch rumbaue. Muss man sowieso nur gucken, wie ich die ganzen Pipes denn verlege. Haben wir schon Pipes dabei? Ja, haben wir. So, meine Idee ist halt, dass wir sagen, na jetzt wird natürlich dann ganz schön rumgereiche Chaos geben. So, dass wir dann quasi hier so lang gehen. Hier dann auch wieder. Da. Da. Oh Gott, das wird so ineffizient werden. Das wird so scheiße ineffizient werden. Aber ganz ehrlich, was soll's? Viel mehr Zeit. So. Ah, siehst du, wir können es hier ein bisschen beschleunigen, indem wir dann hier nämlich durchgehen und dann können wir. Ronny, tu nicht so, als wenn du irgendwas schnell machen kannst. Das geht sowieso nicht. Hallo? Bitte gehen Sie. Ich kann es nicht sehen. Doch, also. Komm ich jetzt wieder. Ja, ich komme raus. Ich komme raus. Ich komme raus. Ich schaffe es. Ich schaffe es. I'm got it. Oh, leck mich doch am Arsch. Okay. Oh. Ich hasse mich. Okay, du wirst Krieg. Kampf da haben, Bitch. So. Jetzt haben wir hier zumindest schon mal den ersten Kack-Dings-Gedöns. So. Das heißt, hier fließt das Ganze jetzt irgendwie lang. So ungefähr, so ungefähr. Wisst ihr was? Das können wir sogar tatsächlich kombinieren miteinander. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht, die Idee. Was haltet ihr davon der Idee, wenn ich sage, okay, wir machen es so, wir nehmen den Block hinten raus und machen stattdessen. Ach, komm, leck mich. Da jetzt diese Einschleusung rein. Da haben wir quasi die Einschleusung für die Seite und machen hier gespiegelt verkehrt mal genau das gleiche. Hier eine Einschleusung für die Seite. Erstens haben wir ja eh zwei von den Dingern. Und zweitens müssen hier eine Kiste ran. Na gut, kann ich auch noch eine Kiste vorstellen, ist doch kein Problem. Dann machen wir es genau so. Ist doch genial, ist das doch. Ah. Hey, Ronny, du bist so schlau. Warum tust du diese? So, das heißt, wir brauchen zwei Kisten. Und dann brauchen wir diese beiden Schubser. Die beiden brauchen wir. Und zwei normale Kisten. Haben wir normale Kisten? Nee, wir haben nur abgeschlossene Kisten. Und ich weiß nicht, ob das mit den abgeschlossenen Kisten funktioniert. Und deswegen nehmen wir die auch nicht, sondern nehmen einfach so normale Kisten. So, zwei Stück. Ist ja egal. Und ja, ich weiß, es ist natürlich ein Sicherheitsrisiko, weil dafür müssen wir sorgen, dass alles ins Netz eingespeist ist, solange wie wir da sind. Weil wenn wir ansonsten weggehen und noch für Sachen in die Kisten drin sind, können
können dann andere Spiele, die dann kommen, die Sachen dann mitnehmen. Das ist mir schon bewusst, aber im Rahmen dessen, was jetzt gerade sinnvoll ist, und ich weiß nicht, wie ich das hier verlegen soll. Schissel-Diesel. Kann ich das da ranbauen? Funktioniert das so? Das müsste eigentlich so gemacht werden. Ja, perfekt. Perfekt. Genau, das heißt, jetzt kommt hier vorne dann die Kiste ran. Und alles, was ich jetzt hier reinpacke, wird automatisch rausgezogen. So dachte ich. Oder braucht diese scheiß Dinger jetzt ein Signal? Das ist natürlich richtig scheiße. Oh Gott, stimmt, die brauchen, glaube ich, so ein Blinksignal. Mese. Boah, Alter. Vor allem, wo packe ich denn dieses Blinksignal hin? Da drüber geht ja nicht, da ist ja das Ding. Gut, das wäre allerdings auch kein Problem, denn würde ich das Ding hier einfach wegnehmen. Würde hier so eine Tapete ranklatschen. So, dann machen wir es mal schnell. Das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren, ob das so funktioniert, weißt du? Deswegen. Oh, Alter, zum ersten Mal, dass ich so eine scheiß Technologie benutze. Also, ich habe es natürlich bereits gemacht, aber im Kreativmodus, da konnte ich machen, was ich möchte. Aber jetzt hier so mit selber basteln alles, natürlich 1, 2, 3, 4. Eine ganz andere Situation. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blinkelämpchen. Ja gut, hätte ich gleich auf 2 machen können. So, und da brauchen wir noch zwei Fassaden. Das heißt, wir packen dich da rein und nehmen dich. Dankeschön. Na, jetzt bin ich aber gespannt, Alter. Wenn das funktioniert, dann raste ich aber aus. Lass mich hier rauf. Lass mich hier rauf. Ach, ich muss wieder verhungern hier, Alter. Boah, das wäre so crank, wenn das jetzt funktionieren würde, Alter. Das wäre so krank geil. So, hier noch ist ein Ding drinne. Ich nehme das mal sicher wieder raus. So, jetzt muss ich die Blume raufpacken, richtig? Bitte, bitte, bitte funktionieren. Blinkt die jetzt? Ja, genau, die blinkt jetzt. Aber halt ultra langsam. Geht das nicht ein bisschen schneller? Egal, zum Probieren reicht erstmal aus. So. Bitte geh raus, 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 bitte geh raus. Warum geht die nicht raus? Warum blinkst du nicht? Hä, warum blinkt die jetzt nicht mehr? Sie ist nicht. Ah, jetzt bin ich da. Aber er reagiert trotzdem nicht. Sie blinkt zwar, aber er macht nichts. Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Warte mal ganz kurz. Ich habe mal hier. Ich mache mal kurz eine kleine Testkacke. So, so. Und dann machen wir mal. So und jetzt. So und jetzt. So. Okay, also wenn es daneben ist, funktioniert. Und wenn sie da drauf ist, funktioniert es aber nicht, oder was? Nee, okay, lol. Das heißt, sie muss also echt daneben sein. Das ist ja scheiße.
Achso, da muss ich natürlich erstmal rausnehmen. Also, wie soll ich das denn jetzt realisieren, dass sie daneben ist? Achso, ja klar, weil ich das hier raufgeklickt habe. Geht das? Ach, garantiert nicht. Ne. Oh, scheiße. Warum muss sie auch daneben sein? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Gut, dann geht das also so erstmal nicht. Ne, dann müssen wir uns da mal den Mix was einfallen lassen, wie wir das denn realisieren. Dann ja, wird das auf jeden Fall so erstmal nichts. Bitte zu mir kommen, danke. Habe ich das auch offen? Egal. Lass ich das hier auch erstmal offen an der Stelle. Ich mache nur mal die Dinge nochmal wieder so, wie es sein soll. Ah, lass ich einfach mal so offen hier. Ja, dann werden wir da wohl gucken müssen, warum. So, dich mal bitte rausnehmen. Danke. Warum wir da, was wir da, wie wir das am dümmsten machen. Ja, gut. Aber, so wie gesagt, das ist der nächste Woche dran. Weil das wird definitiv noch ein bisschen dauern, bis wir da was herausgefunden haben, wie wir das am effektivsten lösen können. Ja. Egal. Nächste Woche erstmal, wie gesagt, das Special. Und danach heißt es den Kopf zerbrechen. Bis dahin, schau mit V.